Hallo meine Rambas und Rambarinen, schön, dass ihr heute dabei seid bei Let's Play World of Tanks live. Ja, ich selbst spiele heute mal wieder und dabei zeige ich euch den Super Pershing, der wurde sich sogar mal gewünscht. Dieser hat noch ein verbessertes Matchmaking, das heißt, der kommt höchstens in Tier 9, so wie hier geschehen. Von dem her schauen wir mal, was da geht, wobei ein E75 ST, T551-1, Skoda T50 kommt man durch. T30, das sind unglaublich harte Panzer, also mit seinen 170 Durchschlag, die er normal hat, da braucht er hier fast nicht antreten, da braucht er schon die 258 von Premium, also muss sagen, das Matchmaking von den Gegnern, von der Klasse her, nicht so schön. Die Lights, klar, da kommt man durch, Rheinmetall auch, aber Jagdtiger ist schon schwieriger, IS-6 ist schon schwieriger und ansonsten, also es ist wirklich nicht so easy. Dementsprechend werde ich mich jetzt auch nicht hier auf diesen Stellungskampf hier drüben einlassen, der da immer gerne passiert. Sondern ich werde jetzt hier rüberfahren und hoffen, dass ich hier einfach die Gegner so ein bisschen schöner bekomme von den Winkeln her und dementsprechend besser wirken kann. Erstmal bleibe ich noch bei normal, aber ich werde ziemlich schnell auf Premium wechseln, wenn ich sehe, dass da was Böses kommt. Dementsprechend schauen wir mal. Der Uni wäre wiederum was, was ich gern als Gegner hätte. Der ST aber definitiv nicht. Auch der. Ach Gott, oh Gott. Ich sehe jetzt schon mein Ungemach kommen. Ich lade einfach gleich Premium. Ist mir zu doof. Machen wir es gleich so, dass was passiert. So, Uni würde auch ohne gehen, deswegen laden wir da mal. Oh, nee. Na, egal, das steht jetzt gerade so gut. Ja, schaut mal, was da jetzt kommt. Ja. Kette beschädigt. Da ging voll durch ihre Panzerung. So, der ist weg. Der hat jetzt auch nochmal eine bekommen. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. Auch nochmal ein. Und weg. Boah, ist das anstrengend gerade. So, jetzt kann ich wieder auf normal laden. Und jetzt wird der zerstört. Da wird hart auf den Art hier gepinkt. Unglaublich intensive Runde. Hätte auch ehrlicherweise niemals erwartet, dass ich das überlebe. Aber T54 ist abgeprallt, ST ist abgeprallt, IS-6 ist abgeprallt, Uni ist einmal abgeprallt. Und das bei einem mittleren Panzer. Da sieht man einfach mal wieder, was der für einen guten Panzerungswert und Panzerungspool hat. Nein, geht in den Boden. Gibt's doch nicht. Jetzt aber. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Jetzt aber. Der war jetzt endlich nötig. So, und ich fahre jetzt hier mal ein bisschen weiter.
Ach Gott, kann ich gerade nicht schreiben. Ich wollte Jagdtiger Follow schreiben, aber dabei kam irgendwas anderes raus. Gott sei Dank, der ist zerstört. Und jetzt nur noch die drei Artis und der Rheinmetall am Leben. Und wie gesagt, ihr habt es gesehen, ich habe wirklich Premium geschossen, aber in dem aussichtslosen Kampf dachte ich mir, ich wollte noch das an Schaden machen, was zur Verfügung steht. Und das war auch ganz gut so, weil jeder der 2152 Hitpoints war notwendig, die ich die Gegner da abgezogen habe. Besonders auch der Oni. Also eine sehr intensive Schlacht gerade gewesen. So, da ist die erste Arti offen. Die zweite Arti ist zerstört. Baby Panther könnte noch hinter der M40 sitzen. Tatsächlich sitzt er unten im Eck. Und damit ist die Runde beendet. Wahnsinnig intensives Gefecht. Unglaublich, war auch zwischenzeitlich sehr, sehr, sehr ruhig. Seht es mir nach, aber da war die Konzentration so hoch, da wird nicht mehr viel gesprochen, da wird nur noch gehandelt. Und das lief dann doch noch verhältnismäßig sehr gut. Zweiter Klasse. Bin hier von den XP auf Platz 1, im Schaden auf Platz 3 und gab unterm Strich trotzdem noch schöne 32.502 raus. Ja. Ich fand die Runde sehr gut, hat mal wieder wirklich sensationell gezeigt, was der Super Pershing so ab kann. Und eine Sache will ich jetzt, bevor ich das hier gucke, was sage ich denn, Schaden ab? Schaden durch Panzerung abgewehrt, 1550. Ja, nice. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.